Wir waren gerade tief in die Planung unserer nächsten Reiseroute. Wir waren gerade in die Planung. Unsere Reise vertieft und dann klingelte das. Wir waren gerade in die Weiterplanung unserer Reise vertieft, als auf einmal das Telefon ging und Mohammed von der Rezeption angerufen hat. Also Matthias hat da mit dem telefoniert und wie sich jetzt wohl herausgestellt hat, sollen wir mal nach vorne kommen, weil wir, wenn er ihn richtig verstanden hat, vielleicht eine Tour geschenkt bekommen. Eine kostenlose Tour. Wir haben gestern nochmal unseren Aufenthalt hier verlängert. Wir sind sehr viel mit Arbeiten beschäftigt und der Planung unserer Weiterreise bei diesem wunderschönen Wetter. Und die Angestellten hier sind wirklich super. Und sind wirklich zuvorkommend. Also ist es wirklich, jeder spricht einen an und fragt, ob alles gut ist. Egal, ob es der Poolman ist, der quasi gerade am Reinigen ist. Egal, ob es der Restaurantmanager ist, der dir noch die Suppe bis zum Platz trägt, obwohl du bloß noch 2 Meter hast. Also es ist Wahnsinn. Es ist wirklich jetzt vom Personal her das Freundlichste, mit dem wir bis jetzt in Ägypten zu Kontakt hatten. Wir sind gerade zurück von der Reception. Ich habe mich tatsächlich nicht verhört. Wir kriegen tatsächlich eine kostenlose Tour. Ja, also wir wissen tatsächlich jetzt noch nicht ganz so viel über die Tour. Es ist eine Sea-Trip-Tour, haben sie halt gesagt. Aber ich meine ganz ehrlich, also wir hätten jetzt auch nicht mehr natürlich irgendwelche Ansprüche oder sonst was gestellt. Wir durften uns aber tatsächlich den Tag aussuchen, an dem wir fahren möchten. Also man teilt uns jetzt noch so mit, wie das aussieht, datumstechnisch und mit der Uhrzeit und ob das alles klappt. Und wir freuen uns riesig. Er hatte wohl mit seinem Desk-Manager gesprochen, der hat momentan Urlaub, mit dem verstehen wir uns auch sehr gut und wir hatten natürlich jetzt ein paar Tage verlängert hier und er sagte direkt als Präsent, ja, was machen wir dann da, kriegen Sie dann mal eine Tour umsonst. Voll nett. Wahnsinn, wo hat man das? Wir haben noch nie einfach so in Ägypten mal was geschenkt bekommen von einem Hotel. Nicht in dieser Größe. Also beim letzten Mal, als wir verlängert haben, gab es einen Obstkorb, ne? Also es ist jetzt schon eine ganz andere Hausnummer, von der wir jetzt reden. Also wir freuen uns über alle Maßen. Es ist soweit heute Morgen. Wir sind auf dem Weg zu der Tour, die wir kostenlos bekommen haben, vor dem Hotel. Und Noch eine Überraschung. ja, es ist immer noch eine Überraschung. Wir wissen, dass wir zu einem Schiff müssen und dass wir nach Mr. Mubarak fragen müssen. Aber wir wissen nicht, wohin es geht, nicht was wir machen, noch wie lange wir unterwegs sind. Also das ist ein komplettes Überraschungspaket für uns jetzt. Und ja, wir sind schon sehr gespannt. Aber ich denke, dass wir euch ja gleich auf dem Laufenden halten können, weil wir sind jetzt auf dem Weg dahin und werden jetzt gleich wahrscheinlich erfahren, was wir wirklich machen werden. Die Boote haben wir jetzt gefunden, aber den Mr. Mubarak noch nicht. Der ist noch nicht da. Nein, die haben gesagt, auf welches Boot möchtet ihr gehen? Möchtet ihr tauchen oder möchtet ihr storcheln oder möchtet ihr auf eine Insel besuchen? Ich sage zu Jenny, wir wissen ja gar nicht, was das Hotel uns gebucht hat. Wir können ja nicht einfach sagen, ah, komm, wir gehen jetzt tauchen. Das ist ja eine ganz andere Hausnummer. Ne? Ja, jetzt warten wir auf den Herrn und. Er hat dann auch gesagt, einfach, ja, geht einfach mal aufs Boot, ich klär das mal. Wir werden sehen, was wir rumkommen. Also, ich bin fürs Tauchen. Ja, ich weiß noch nicht, ich habe das noch nicht vorher gemacht. Mal schauen. Wir sind jetzt tatsächlich auf dem richtigen Schiff. Sieht auch sehr schön aus hier, ne? Hier sind doch die Ersten. Ja, hier ist sonst noch gar keiner. Ja, keine Ahnung. Ich bin echt gespannt, was wir gleich noch so machen werden. Was hier geht, ne? Ja, also hier ist generell Ausrüstung fürs Tauchen, Ausrüstung fürs Schnorcheln. Schauen wir mal, was sich ergibt. Auf jeden Fall genau, was wir beide mögen. Ich liebe es hier in Ägypten, halt schnorcheln zu gehen. Auf jeden Fall. Ja, wir sind mal gespannt, wie lange die Tour dauert. Das hat uns heute Morgen noch keiner sagen können. Aber wird sicher gleich nachgeholt und wir schauen mal, wie es wird. Deswegen. Der Plan für heute hat sich jetzt doch ein bisschen geändert. Wir sind jetzt auf einem anderen Schiff. Der Mr. Mubarak kam und sagte, ja, kommt mit, ihr seid auf dem falschen Schiff. Ihr habt heute hier keinen Spaß. Nee. Ihr habt Spaß auf einem anderen Schiff. Ist halt nichts mit Diving. Wir sind umgestiegen auf. Schade. Auf Schnorcheln. Ich meine, es ist immer noch schön, die Unterwasserwelt halt zu sehen. Wir freuen uns, dass es weiterhin unter das Wasser geht und dass wir ein bisschen was sehen können. Wir waren jetzt auch schon tatsächlich schon mal dahin, wo wir jetzt letztendlich hinfahren. Das ist die Orange Bay. Da waren wir schon mal.
Ja, ich freue mich sehr und es ist kostenlos, ne? Ja, es ist kostenlos und ganz ehrlich, ist auch schön, jetzt mal tatsächlich die Arbeit wieder links liegen zu lassen und einfach mal was zu unternehmen. Ja, es ist schön, noch mal rauszukommen. Wenn man die letzten Tage so viel gemacht hat, wir freuen uns auf jeden Fall, den Tag heute zu genießen. Wir sind gerade zurück von dem kostenlosen Trip, den wir von Hotel geschenkt bekommen haben. Und es war wirklich sehr schön heute. Ja, an dieser Stelle natürlich erstmal ein großes Dankeschön an das Hotel. Aber auch, wir hatten eine unfassbar tolle Crew, unfassbar tolle Leute wirklich drauf. Es hat richtig Spaß gemacht. Die Stimmung war perfekt und wir hatten einen richtig schönen Tag dadurch. Haben jetzt ja wie zuerst Orange Bay angehalten, dann hatten wir 2 Schnorchelstops à 35 Minuten und der Tag hat halt quasi um 15.30 Uhr so beendet. Wir haben Essen bekommen, Trinken bekommen, alles drum und dran war mit dabei. Und wir haben ja auch unterwegs auch noch Delfine gesehen. Allein dafür hat es sich richtig gelohnt. Das war wirklich wahnsinnig schön, die Tiere in freier Wildbahn zu erleben. Ist so, also nachdem wir die ja wirklich, ich glaube, in der ersten halben Stunde direkt gesehen haben, habe ich gesagt, egal was heute noch kommt, also der Tag war es total wert. Und boah, wie nah die da wirklich. Und man merkte so richtig, es war ja wirklich, es war ja keine Delfintour, es war wirklich freie Wildbahn und die sind da um uns rumgeschossen. Die hatten richtig Lust da drauf. Ne? Die sind da, haben da so da rumgesprungen und alles. Sind rückwärts geschwommen. Ja, das war richtig schön. Also wie man bestimmt merkt, ich bin ziemlich begeistert gewesen. Ja, das war ja versehentlich, dass wir die getroffen haben. Ja, ich habe es mir vorher noch gewünscht. Hat auch geklappt. Ich liebe es, Tiere in freier Wildbahn zu sehen. Ich kriege dann immer richtig positives Gefühl. Was auch geklappt hat, ist, heute war ich so lange in der Sonne wie noch lange nicht. Wir machen ja sonst immer nur ein Stündchen Pause. Also bis hier war der Schatten von der Cappy. Danach sehe ich aus wie ein Zebra, bloß nicht in weiß-schwarz, sondern weiß-rot. Und dann habe ich dabei auch noch ein Buch gelesen. Das heißt, mein Hals ist jetzt auch noch unaussprechlich weiß. Also, Zebra-Look. Heute trägst du den Zebra-Look. Ich setze da jetzt den Trend. Wir können es auf jeden Fall weiterempfehlen, so eine Tour zu machen, wenn man in Ägypten in Urlaub ist. Es macht wirklich Spaß. Uns hat der Tag wirklich richtig gut gefallen.